WYSIWYG, das Porträt eines notorischen Hackers, ist das erste Buch von Zeichner Ed Piskor als Szenarist. WYSIWYG ist hintergründig und das Porträt vielschichtig. WYSIWYG kann man historische Fiktion nennen. Die Hauptfigur ist zusammengesetzt aus 9 oder 10 in den USA berüchtigten Hackerbiografien und ich habe sie die Geschichte der Computertechnologie durchleben lassen. Neun oder zehn Hackerbiografien hat Ed Piskor miteinander verschmolzen. Zur Lebensgeschichte von Kevin Finnickel, alias Boing Thumb. Piskors Hauptfigur hat blicklose Augen. Sie sind wie Projektionsflächen für die gesammelten Lebensläufe. Verdichtet zu, ein Junge wächst auf im beginnenden Computerzeitalter. Ohne Eltern, bei seiner Großmutter, in der Schule ein Außenseiter. Die Blaupause aller Nerd-Lebensläufe. Wissbegierig, Tüftler, mit Hang zur Manipulation. Kevin beginnt mit Busfahrscheinen, knackt Türschlösser, überlistet Spielautomaten und findet heraus, wie man kostenlos an öffentlichen Münzfernsprechern telefoniert. In den 1970ern ein ansonsten teures Vergnügen. Als ihm die Oma einen Computer schenkt, einen TRS-80, ist Kevin zwar weg von der Straße, kommt aber bald überall hin. Die Sicherheitsvorkehrungen sind zunächst lasch. Aber dann hat Kevin gleich das FBI auf den Fersen. Er muss fliehen und bleibt viele Jahre auf der Flucht. Wie so etwas gelingt, erfuhr Ed Piskor von einem Hacker, den er dann auch persönlich traf. Ich habe es mir erstmal zusammengereimt und dann habe ich ihn auf einer Convention getroffen und ihn gefragt, wie hast du den Code geknackt? Wie hast du das genau gemacht? Durch ständigen Identitätswechsel. Wie genau, beschreibt Piskor in seinem Buch. WYSIWYG, das Wortspiel. Es beinhaltet Genie, Wiz, aber auch Verkleidung, Wig. Vor allem ist es aber die Verballhornung von WYSIWYG. What you see is what you get. Ein Begriff, der erstmals im Computerdrucksatz zu Beginn der 1980er Jahre Anwendung fand. Die sogenannte Echtbilddarstellung. Echt ist bei Ed Piskor alles. Der 32-Jährige hat lange recherchiert. Seine Bilddarstellung ist beeinflusst von Robert Crumb und den Underground-Comics der 1970er Jahre. Das Scheme, das ich für mich kreiert habe, ist, Comics zu machen, die Comic-Fans. Ich möchte Comicfans meine sonstigen Interessen näherbringen und Leuten aus anderen Subkulturen, Hip-Hoppern, Computer-Nerds und Geeks, die Comicwelt erschließen. Piskors Zeichenstil, angelehnt an den der damaligen Subkultur, macht es selbst comicfernen Betrachtern von heute leicht, sich der politischen Story zu widmen. WYSIWYG, das Porträt eines notorischen Hackers, zeigt, welche Geschütze die US-Regierung auffährt und ist durch die reale Verfolgung von beispielsweise Julian Assange oder Edward Snowden aktuell. Ed Piskor ist es aber vor allem gelungen, etwas zu erzählen, das sich nur im Medium gezeichnete Geschichte umsetzen lässt. Als Film, Dokumentation oder Roman hätte dieser Stoff nicht funktioniert. Auch von daher ein ganz großer Wurf.